Guten Tag, willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Gestern hat uns ein User kontaktiert und gesagt, dass es bei uns eine Aktie in den Top 10 Listen hat, die veraltet ist. Ich habe das angeschaut und herausgefunden, das Programm hat einen Fehler. Es hat auch Aktien berücksichtigt, die noch ganz alte Ränge haben. Ich habe das korrigiert, der Fehler ist weg und in der Zukunft kommen nur noch Aktien auf die Top 10 Listen, die auch aktuelle Ränge ausweisen. Nun, die große Frage ist: Ist das ein Problem? Wenn Sie jetzt eine Entscheidung gemacht haben aufgrund eines alten Ranges, schadet Ihnen das? Es schadet Ihnen selbstverständlich, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie besser sind als der Markt, dass Sie über Informationen verfügen, die den Markt schlagen können. Wenn Sie aber so sind wie ich und der Überzeugung sind, dass der Aktienmarkt als solches nicht geschlagen werden kann, dann spielt es auch keine Rolle, wenn Sie teilweise falsche Informationen für Ihre Aktienkäufe verwenden. Warum ist das so? Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Aktienanalyse, die Sie verwenden, keinen Einfluss hat auf den Aktienpreis, den Sie bezahlen. Sie werden also nicht geschädigt für eine falsche Analyse. Zur gleichen Zeit, zu der Sie sich entscheiden, eine bestimmte Aktie zu kaufen, wird diese Aktie auch gekauft von hunderten anderen Menschen, größtenteils professionellen Anlegern mit sehr guten Informationen. Wenn sich diese Anleger überzeugen lassen, die Aktie zu kaufen, dann ist das ein gutes Zeichen, dass auch Sie getrost diese Aktie kaufen können. Der Aktienpreis, den Sie an der Börse bezahlen, ist die beste Meinung aller für die Zukunft. Das ist nicht die richtige Meinung, aber es ist zumindest das Beste, was verfügbar ist. Aus diesem Grund können Sie sich zurücklehnen und selbst wenn Sie einmal falsche Informationen für Ihren Aktienkauf verwenden, passiert Ihnen noch nichts. Viel Erfolg beim selber investieren.